Digital Education, meine Damen, meine Herren. Jetzt Do we need it perfect or by Tuesday? Ja, ja, soll's, ja. Wie gesagt, due yesterday sozusagen. Und Musik, ganz wichtig. Super, super wichtig quasi. Ja, du hast gestern eine Benachrichtigung bekommen und hast einen Schreck bekommen, ob du einen Termin verpasst hast. Das fand ich natürlich, das war schon gut. Also ja, ich habe auf meinem Mobiltelefon irgendwie eine Notification gesehen, oh ja, hier Hendrik streamt, und da stand so als Titel irgendwas, ja, ich unterhalte mich mit Matthias über dieses und jenes. Ach, so. Stimmt. Ja, ich habe meine... Weil da vermutlich auch noch der alte Titel angegeben war, und dann habe ich gedacht, jetzt hättest du jetzt auch irgendwie dabei sein müssen oder nicht. Dann habe ich reingeschaut und festgestellt, nee, okay, alles gut, hast nichts verpasst. Ich habe meine Announcements einfach überhaupt nicht im Griff. Ich habe auch die Ankündigung, die rausging gestern direkt, also man stellte die Streamsprache ein. Jetzt ist es zum Beispiel auch noch nicht richtig. Das sind Fehler wurden getätigt. Ja, genau, aber lass uns tatsächlich doch einmal, du kannst ja schon mal anfangen, weil du hast so ein paar... Titel und Inhalte geteasert, wo ich so dachte... Agenda, okay. Haben wir eine Agenda? Haben wir nie. Haben wir eigentlich nicht, nein. Aber irgendwas muss man ja in die Ankündigung reinschreiben. Ja, das kann ich einfach nur heißen, wir unterhalten uns eine Stunde nett, was wir sonst immer machen. Deswegen wollte ich irgendwie ein bisschen Inhalte reinschreiben. Nein, also was zum Beispiel interessant wäre, Open Book Prüfung. Und was schreibst du jetzt? Outdoor, ne? Ah, ja, ich weiß, Outdoor mit halt sehr vielen Fragezeichen. Also, ja, genau. Du hast Outdoor-Hybrid. Also, ich hasse Hybrid, also bleibt nur Outdoor übrig. Ja, das ist und Co-Hosts. Und Co-Hosts. Wir fangen mal damit an, das sendet sich dann so. Ja, also vielleicht in chronologischer Reihenfolge. Also Co-Host. Ich habe das vor 2 Wochen, glaube ich, mal ausprobiert mit einem netten Tutor von uns. Der auch noch studiert, und zwar Beruf und Bildung. Also der wird mal, glaube ich, sowas wie angehender Berufsschullehrer. Und ist halt super gut da drin, glaube ich, auch Grundlagen Elektrotechnik zu erklären. Also die Studis mögen ihn sehr. Und ist natürlich auch sehr empfänglich dafür, mal so irgendwie neue Formate auszuprobieren, die er vielleicht auch später mal in seinem Berufsschullehrerleben nutzen kann. Und dann haben wir halt mal genau das gemacht, dass wir halt meine Freitagssprechstunde zu zweit bestritten haben. Also ich sozusagen als Host und er als Co-Host. Er war dann halt einfach mit in dem Zoom-Meeting drin. Mein Kamerabild habe ich halt über sozusagen Twitch oder OBS freigegeben, und sein Kamerabild hing halt einfach als angepinntes Zoom-Fensterchen mit in der Bildschirmfreigabe, also lief halt über die ganz normale Bildschirmfreigabe. Das hatte dann vielleicht irgendwie so ein ganz bisschen Delay, dass so die Stimme nicht immer ganz super gut zu der Lippenbewegung passt. Also wenn man da genau drauf geachtet hat, hat man das vielleicht gesehen. Ist das hier von letzten Freitag? Nee, es ist, glaube ich, leider nicht mehr online. Hast du es dir runtergeladen? Ich glaube, ehrlich gesagt, leider. Ja, ich komme auch nicht mal dazu. Ich habe vielleicht irgendwo bei Twitter ein Bildschirmfoto davon gepostet. Aber halt, wie ich das so, also ne, wie sonst so meine Meinung ist bei diesen Twitch-Sprechstunden, ich möchte das halt dann immer nicht im Nachgang irgendwie so ewig konservieren, und ja, bei YouTube ja, wegen klar. Halt der studentischen Fragen, und weil man sich dann irgendwie das muss schon, ich glaube, irgendwie Ende Juli gewesen sein. Nee, dann ist gone. Nee, dann. Okay, aber halt interessant. Aber war es denn so gut, dass ihr es nochmal macht, dass ihr sagt so, ja, das Kurs, ja, also es hat auf jeden Fall schon irgendwie einen gewissen Mehrwert gebracht. Also erstens, weil man natürlich schneller merkt, dass man irgendwo manchmal in die falsche Richtung läuft und sich verrechnet. Und einfach, weil man sich genau hier so ein bisschen die Bälle zuspielen kann. Und ich habe dann halt oft erstmal Philipp, also das war der Tutor, Philipp gefragt, wie er sozusagen so vielleicht aus noch eher studentischer Sicht an die Aufgaben, an die Probleme rangehen würde, wo er so die Schwierigkeiten sieht.
Und ich habe dann halt meistens geschrieben und er hat ein bisschen was dazu erzählt, ich habe ein bisschen was dazu erzählt und dann so gerade so in der Diskussion, könnte man jetzt das noch irgendwie anders rechnen, gibt es noch irgendwie einen anderen Ansatz und welcher ist vielleicht einfacher oder schwieriger oder auch so, ne, was sagt uns das Ergebnis jetzt, ist das gut, ist das schlecht, was hat das irgendwie so für eine praktische Relevanz und so, also ja. Diese Diskussion, wo ich dann halt manchmal fällt mir das dann, während ich die Aufgabe bespreche, habe ich dann auch noch so ein paar Ideen, jetzt irgendwie, das könnte man noch dazu erzählen und das könnte man noch dazu erzählen und dann ist aber, dann kommt irgendwas im Chat und dann passiert hier da irgendwie was und dann stellt noch irgendeine andere Frage und dann habe ich natürlich sonst als sozusagen eh schon One-Man-Show keine Zeit, mir da nebenbei noch irgendwie Notizen zu machen. Aber glaubst du, das liegt daran, dass du einfach schon zu viel kennst, im Sinne von, okay, wow, wir können das, dies, das, oder liegt es eher daran, dass die Studierenden halt eben nicht den Überblick haben und dann sozusagen vielleicht auch nicht wirklich assoziiertes fragen, weil sie das Wissen noch nicht sortiert haben? Also, weißt du zu viel oder wissen die Studierenden zu wenig und kann der Co-Host das mediieren? Ich glaube, der Co-Host kann das schon ganz gut mediieren und er kann auf jeden Fall eben, also ne, dann, wenn er halt ein bisschen erzählt, kann ich mal kurz meine Gedanken sortieren und mir dann vielleicht eben wirklich mal eine Notiz machen und sagen, oh, darauf sollten wir jetzt im Nachgang nochmal kurz eingehen, weil das ist jetzt nochmal ein interessanter Gedankenpunkt irgendwie nach dieser Aufgabe oder nach diesem Problem, was auch immer wir da diskutiert haben. Also Vorteile hat das auf jeden Fall, ich sag mal, und technisch fand ich, lief das auch problemlos. Also ja, halt da irgendwie das Fensterchen halt noch von Zoom rein. Klar, da ist immer weniger Platz auf dem Bildschirm, den man halt effektiv für irgendwie was zum Hinschreiben nutzen kann. Aber das ist ja vollkommen, sag mal, da kann man irgendwie mit umgehen. Muss man halt ein bisschen mehr scrollen sonst. Also technisch. Und ich meine, Philipp hat auch echt ein gutes Equipment. Also der hat auch eine sehr gute Kamera zu Hause und einen guten Ton. Das klang auch echt sehr gut. Ja, muss man halt auch einfach sagen, sonst ist, wir sind so verwöhnt von diesen ganzen AMC Presents, also diese ganzen Radios und hier diese ganzen Werbungen, die ja auch vor allem im Kopf bleiben im Radio und Co. Wir sind super verwöhnt und wenn dann unser, ich habe keine Ahnung von Musik, aber man weiß einfach, wenn was schlecht klingt, man weiß nicht genau warum, aber man hat sofort eine Meinung. Und ich würde behaupten, das ist halt bei Vorlesungen irgendwie auch. Man muss nicht so super krass ein Thema sein, aber man merkt halt irgendwann so, okay, das ist jetzt nicht die beste Vorlesung, die ich jemals. Und wenn es dann direkt digital ist und öffentlich und dann, ja. Ja, jedes Mikrofon klingt halt immer so lange gut, bis man noch ein besseres Mikrofon daneben stellt, ne? Ist ein teures Hobby. Ja, und gestern ist es mir auch wieder extrem aufgefallen. Ich habe halt gestern Interviews geführt, so Art Bewerbungsgespräche, so Motivationsgespräche mit internationalen Studis. Und da waren halt Leute wirklich international zugeschaltet. Und also der eine Student hatte auch ein Headset auf. Also ich würde sagen, der hat eigentlich prinzipiell schon alles richtig gemacht. Und das war auch so direkt vom Mund. Der hat das Mikrofon praktisch auch aufgegessen. Und das war trotzdem super leise. Also wir haben dann noch irgendwie geguckt in seinen auch Zoom-Settings, ob man das noch irgendwie lauter machen kann. Aber es, also laut ihm stand es auf Maximum. Ich habe nur gesagt, ja, Junge, ist halt kaputt, ne? Also musst du dir mal irgendwie ein neues kaufen dann, ne? Kannst du, weil also ich musste dann bei mir alles auf Maximum aufdrehen und dann hat man es halt gerade so gehört. Und dann war ein anderer Ganz kurz, und wenn der Ingenieur sagt, es ist kaputt, dann ist es kaputt. Dann ist es halt wahrscheinlich kaputt, ja. Und dann war noch ein anderer Student und da das ging überhaupt gar nicht. Also da, man hat das so schwer verstanden, was er da gesagt hat. Also der konnte, glaube ich, echt gut Englisch, aber man ist, also da waren so viele Störgeräusche drin, ich weiß nicht, ob das an der Internetverbindung lag, an dem, der war halt per Smartphone zugeschaltet und ich sag mal, da ist mir dann wieder eingefallen, okay, ne, so als westeuropäische Universitätsangestellte sind wir dann da tatsächlich doch irgendwie recht privilegiert in der Situation, was das Equipment angeht und zumindest an den Universitäten auch was die Internetverbindung angeht. Ja, definitiv. Also es gibt, also die Internetverbindung an den Unis absolut streamable sozusagen. Das war ja so ganz am Anfang so die, ich will nicht sagen Ausrede, aber so, ja, das geht ja, ich krieg das ja gar nicht raus. So, ja, das ist vielleicht für die Oberstufe in MacPom so, das mag sein, aber die meisten Unis mit dem deutschen Forschungsnetzwerk und was da alles dran hängt, das ist eine absurde Verbindung. Und ja, wobei ich ehrlich sagen muss, also
gut, das ist halt auch so private Schuld mit Hobby und so, oder jetzt auch mit Forschung, aber also ich würde behaupten, dass die meisten das immer noch privat finanzieren und vielleicht einen Teil zurückbekommen. Aber ja, also das, ich glaube. Zumindest die Sachen, die man schnell und unkompliziert haben möchte. Ja, aber du musst irgendwie nicht erwarten, dass irgendwie, also hier so Shotgun-Mikrofon, ich glaube, die Zeile gibt es in dem Bogen, wo du es zurückbekommst, vielleicht noch Mikrofon und dann sagen, was haben Sie? Sie haben sich eine Shotgun? Nein, sowas finanzieren wir nicht. Wir haben, sind eine, keine Ahnung, also ja, aber Co-Hosts funktionieren, sehen wir mal, da bin ich ja schon mal Also froh. Co-Host funktioniert auf jeden Fall und bringt inhaltlich auf jeden Fall einen Mehrwert. Und also den einzigen Nachteil, den ich halt sehe, ist, dass ich halt dann irgendwie zwei Leute die Zeit ans Bein bin. Also wir haben da halt bestimmt auch über 2 Stunden zugebracht. Und das war auch super toll und super interessant, aber sozusagen Ja. 2 Stunden mal eine Person oder 2 Stunden mal zwei Personen. Aber Aber ja. wie oft haben wir Meetings, wo man zu mehr als zwei irgendwo sitzt und dann sitzt man vielleicht nur eine Dreiviertelstunde? Das sind ja dann auch schon wieder mehr als die Viertelpersonentage, die ihr da zu zweit. Also ich glaube, es rechnet sich, deswegen war das für meine Empfehlung. Und ich meine, wir machen ja hier nichts anderes. Nur, dass wir halt jetzt gerade nicht lernen, okay. Aber während du halt was vorstellst, gucke ich schon mal. Oder man macht noch was im Hintergrund, stellt noch was ein. Und man hat auch nicht so. Ich finde es auch deutlich. Also unsere Streams sind auch deutlich entspannter, weil man eben teilen kann und sagen kann: Okay, ich muss jetzt noch was gucken. Matthias, übernehmen Sie. Ja. Und Genau. Ich glaube, in der Vorlesung ist man sowieso schon so ein bisschen on edge, weil man muss ja und man will ja und man soll ja. Und dann soll es auch noch richtig sein. Pff, ist ja. Ja. Und wenn man dann irgendwie ja anfängt, dass die Technik nicht funktioniert oder mal gucken, ob in jedem Stream geht meine Kamera aus, ich glaube, es dürfte mir mit der jetzt nicht passieren. Das stresst total. Und da kann so ein zweiter Co-Host echt, und wie gesagt, hab ich selber auch von den Kollegen aus Innsbruck mir abgeguckt. Da machen das sogar zwei Tutoren. Die sind natürlich ein bisschen günstiger als jetzt ein Postdoc und ein, was der Philipp, Student. Wobei Studenten sind. Studenten günstig. Die Studenten skalieren super, kein Problem. Ja, ey, der ist ja Hiwi bei uns. Also ich glaube, er hat Nein. sich das dann halt natürlich als Hiwi-Stunden Ja, vollkommen zu Recht auf mit jeden Fall. aufgeschrieben. Ja. Also ich sag mal so, fürs nächste Semester oder für wenn das Ganze wieder anfängt, würde ich das jetzt vielleicht nicht jede Woche machen, aber zumindest so, wenn es irgendwie so ein bisschen ernster wird, so Vorprüfungen oder wo wirklich ein bisschen größere Beteiligung in den Sprechstunden zu erwarten ist, da lohnt sich das auf jeden Fall. Und wenn man dann halt vielleicht sagt, irgendwie, ne, wir haben ja auch mehrere studentische TutorInnen, wenn die sich dann ein bisschen abwechseln. Ja. Ich bin da zwar jede Woche, aber jede Woche ist da sonst als Co-Host irgendwie jemand anderes. Dann ist das, glaube ich, schon auf jeden Fall ein Format, was sich etablieren kann und was, wie gesagt, jetzt technisch eine Minute mehr Einrichtungszeit gekostet hat. Also weil Zoom da halt einfach super flexibel ist. Ne? Ich habe Ja. halt das ganze ganz normale Kamerafenster genommen, das halt gepinnt, dass da nur er zu sehen war. Aber Und ist dann man hatten wir halt ein so ein kleines technisches Problem. Das war jetzt aber auch nicht weiter schlimm, dass ich manchmal halt meine Bildschirmfreigabe ausmachen musste, weil Studis ihren Bildschirm freigeben wollten, um mir halt irgendwelche Klausuraufgaben, irgendwelche alten zu zeigen, die ich Ja. dann mal durchrechnen soll. Und dann war halt immer kurz, weil dann irgendwie sozusagen Zoom einmal auf und zu geht, dann war halt im Stream immer kurz sein Kamerafenster halt weg, weil das dann eben nicht, ne, Ach, man irgendwie hat in ihn den im Hintergrund Stream, kurz. man hat Philipp auch im Stream gesehen. Ja, klar, Das ist genau. ja meh. Okay. Ich dachte, er wäre nur über Zoom. Das ist ja natürlich richtig gut. Genau. Also man Ja. hat uns beide nebeneinander, also ne, wir saßen eben nicht mit Greenscreen, sondern ich habe dann sein Zoom-Fenster einfach so groß gezogen, dass es Ja. ungefähr so groß ist wie mein Ja, gleiche Twitch-Kamerafenster. Größen sind wichtig, weil sonst sieht der eine aus Sonst wie sieht ein man ein bisschen Riese. seltsam aus, ja. Und der, ja, es ist liebe Technologie, ist großartig. Hey. Ja, okay, aber das ist, also, das ärgert mich natürlich jetzt schon, dass ich das verpasst habe. Aber wenn ihr es nochmal macht, wie gesagt, ich habe noch niemanden in SSS einfach mal machen sehen. Ja. Und auch mit, ich meine, wenn er eh die Ausrüstung hat, habt ihr nicht auch jetzt am Institut einfach mal gesagt, ich meine, du hast sowieso 14 Webcams, aber braucht man halt. Ja, man braucht für die, ja, es hat sich nichts geändert. Für digitale Lehre braucht man Technologie. Wer hätte,
Wer hätte das gedacht? Ja. Das you gonna give something, you get something. Alter ja. Spruch, kommt da wieder zum Tragen, ja. Ja, und. Also, studentische Chorus sehr auf gut. Jeden Fall. Ja. Was ist dieses Thema in 8 Minuten? Easy. Ohne Vorbereitung. Was ist dieses Outdoor? Und wo where do I get to the Outdoor? Ja, dieses Outdoor, ich glaube, da habe ich leider verpasst, nochmal irgendwie ein paar schicke Fotos zu machen. Das aber war ist die das letzte. Dieser Stream? Ja, das ist dieser Stream, aber da sieht man natürlich nur das Kamerafensterchen und irgendwo ganz zwischendrin schalte ich mal aus Versehen auf die Rückkamera von dem Laptop um und man sieht die Leute auf der Wiese sitzen, so irgendwie so gefühlt 1 Sekunde lang. Aber ich habe leider vergessen, irgendwie nochmal, das war auch wieder so, ne? Also da. Das war halt so eine Situation, wo ich halt einfach zu viel auf einmal gemacht habe. Yeah. Also ich war halt in Zoom, ich war mit Leuten auf der Wiese, ich war irgendwie live bei Twitch und habe nebenbei Aufgaben gerechnet. Und dann hat auch dummerweise noch der Wind die ganze Zeit gepustet und wie verrückt an meiner Flipchart da rumgezerrt. Das ist ja, das hat ja hier gerade sowas von so einer Überwachungskamera von so einer Tankstelle. Also es ging da ab. Naja, das sind 2 Frames pro Sekunde oder so. Ja, das liegt, also das ist mit den 2 Frames pro Sekunde, das liegt glaube ich daran, dass es ja, also da steht ein Laptop auf der grünen Wiese. Oh Gott. Der hängt irgendwie so in so einem WLAN drin, was da so durch so ein Fenster durchstrahlt. Und dann habe ich halt habe ich mich einfach von meinem Büro-Laptop, von meinem Bürorechner auch nochmal in das Zoom-Meeting reingehängt. Und habe halt dort einfach das Zoom-Meeting parallel bei Twitch gestreamt. Und ich glaube, über dieses vom WLAN zum Bürorechner weiter in Twitch sind dann tatsächlich gar nicht so viele Frames irgendwie übergeblieben. Das ist ja, also, ich meine, man muss auch dazu sagen, es ist ja ein Experiment oder so was experimentelles Format, was du machst. Also er sagt 60 FPS, aber das ist nur, was du versuchst reinzukippen. Da kommen niemals 60 Frames. Nee, das sind vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 3 oder 4 oder so. Also zwischendurch krass. Ist es mal ein bisschen besser, aber zwischendurch ist es halt auch echt fies und übel. Heftig, okay. Aber da sieht man gut mein Ansteckmikrofon. Ja. Und die Audioqualität ist, glaube ich, eigentlich ganz okay, ganz brauchbar. Sogar hier den Chat eingebunden. Das ist ja ein richtiger Pro hier. Großartig. Ja, weil jetzt auf. Twitch Studio, glaube ich, das macht das halt auch. Twitch Studio, komm. Get away. Nee. Ja, und es also, ist schon irgendwie humorvoll. Man muss. Jetzt kommt der Wind? Ja, jetzt kommt der Wind und immer zwischendurch pustet der Wind so alles einmal irgendwie einmal fett nach oben. Man sieht ja auch unten, ja, so du sitzt jetzt im Kopf davor, man müsste sich das live bei Twitch mal anschauen. Ja, okay, da sieht man halt, da habe ich so eine ist diese Klemmzange? Man, so eine Schraubzwinge dran gemacht und unten nochmal was beschwert, dass es ein bisschen fester hängt. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin auch so ein bisschen sentimental, dass ich da vergessen habe, Fotos von zu machen, weil ich glaube, das war jetzt die letzte Outdoor-Hybrid-Übung, zumindest in diesem Semester, ne? Oder weil die Prüfung ist jetzt durch, jetzt wird es danach keine Fragen mehr geben und ich sag mal, dann ist irgendwann der Herbst dran, dann ist es erst recht windig und wieder sehr kalt und ungemütlich auf dieser Wiese. Die Studis haben schon gefragt, oh ja, können wir das auch im Winter machen? Ich sag, wie wollen wir hier im Winter? Habt ihr so was? Nein! Das ist schlecht fürs Klima. Wir können auch nicht alle Daunenjacken tragen die ganze Zeit. Naja, Kannst du halt machen, bist halt krank. Ja. Und es war nett. Es waren tatsächlich, krass. Glaube ich, 6 oder 7 Leute vor Ort und nochmal 10 Leute oder so in Zoom. Das ist ja sogar hier im Chat, also wenn man das sehen kann, das ist ja, da sind ja sogar 4 Nachrichten im Chat. Also für einen Zoom-Chat, der explodiert ja förmlich mit 4 Nachrichten. Das ist ja, da kommt es ja kaum mehr hinterher, um diese ganzen Anfragen ab. Also ist ja verrückt, was bei dir los ist. Nee, allen Ernst, also ich finde die Idee echt mega cool und ich auch der Aufwand, also du bist ja irgendwie mehr am Facility und Klemmzangen managen, als am, ich meine, man muss halt den Stoff so gut können und so intensiv können, dass du quasi dass du das quasi nebenbei machst und ich glaube, das ist auch das ist so eine Vermutung oder auch mir geht es oft so, dass man teilweise dann immer noch mehr Ressourcen
braucht und Gedankenströme, um mal irgendwie sich jetzt auf, okay, was kommt jetzt nach der Folie, was kommt nach der Übung, dass man dann auch die Technik, das ist halt, ja, das ist halt irgendwie so Jonglieren und das muss man irgendwie üben und am Anfang ist es auch schlechter als das, was man vorher gemacht hat, wahrscheinlich PowerPoint oder sonstige Overhead-Folien. Ah, und da muss man echt länger dranbleiben, das ist halt so mein Resümee nach ein paar Monaten jetzt. Aber ja, es ist, ich glaube, man wird erstmal schlechter in der Lehrqualität, wenn man eben solche neuen Sachen ausprobiert. Also zumindest was halt die reine Form des, so wie es jetzt halt grafisch dargestellt ist. Ne? Also ich meine, da wo ich immer hinzeige, man sieht, ich meine, das ist halt auch eine, ich habe jetzt keine super gute Kamera zu stehen. Das ist ein Logitech C920, ne? Das ist so die Standard Full-HD-Webcam. Full-HD. Ja, Full-HD. Also und ich meine, dann ist halt auch, die Kamera ist halt als Bildschirmfreigabe in Zoom drin, die kriegt da halt auch nicht die volle Auflösung drüber. Also das ist irgendwie Toaster, doppelt komprimiert. Ja, und zum Beispiel, wenn man halt die Kamera in Zoom als Bildschirmfreigabe freigibt, dann funktionieren auch nicht diese Overlays, dass man nochmal als Student was da drin kommentieren kann und rübermalen kann, so wie man halt Folien freigibt. Also es ist schon irgendwie anders gemacht als eine als eine normale Bildschirmfreigabe. Ja. Aber ich meine, jetzt hat es auch ein paar mehr Frames gerade irgendwie an der Stelle. Ne? Jetzt scheint das WLAN, die Verbindungsqualität etwas besser gewesen zu sein. Wir haben ja auch mal eine Handykamera ausprobiert, die war auch besser von der Qualität her. Und ich meine, wenn ich da jetzt eine digitale Spiegelreflex auf ein Stativ stellen würde mit einem HDMI-Grabber, dann würde das natürlich auch noch mal besser aussehen, definitiv. Aber dann habe ich halt da noch mal irgendwie mehr Adapter und Kabel und muss mich darum kümmern, dass die Kamera halt akkutechnisch durchhält. Ja, absolut. Ja, kann man alles machen, aber vor allem, ich meine, du gehst ja gerade den noch komplexeren Weg raus, was ja vor allem mit diesem Rona zu tun hat. Eigentlich wollen wir ja, und jetzt brace yourself, jetzt kommt wieder mein wir brauchen alle ein Studio Tirade. Wenn es sozusagen schon einen Raum gäbe, wo halt klar ist, okay, 8, 9 Leute können da auch so, dass sie noch was sehen, gescheit mit sozusagen, ich meine, jedes TV-Studio ist darauf ausgelegt, dass hauptsächlich die Leute, die zuschauen, bespaßt werden und für die Atmosphäre verkauft man noch ein paar Tickets. Aber das, wir haben ja auch jetzt die letzten Monate gesehen, die ganzen US-Talkshows, Leute, die haben es dann auch von zu Hause aus ihren Willen gemacht. Funktioniert irgendwie auch. Ja, buh. Und das, vielleicht kann man diesen Aspekt ja auch auf Lehre übertragen, dass man sagt, okay, wir haben halt irgendwie eine Whiteboard-Area, wir haben eine Greenscreen-Area und wir haben noch was für, um so Gespräche wie du und ich jetzt, entweder virtuell oder auch auf einer Couch, an einer Bar oder an einem Tresen, wie auch immer, dass man so, dass man ein Setting sozusagen hat. Ja, und dann wird aus dem Hörsaal eben so eine Live-Studio-Zuschauermenge, die dann auch Fragen stellt und wo es eben dann nicht um den neuesten Social-Media-Quatsch geht, sondern eben um Einführung in die Elektrotechnik. Und dann bist du auch von der Wiese weg. Und dann hat deine Kamera, die steht immer an der gleichen Stelle. Dann hast du natürlich auch noch eine Medientechnik. Ja, ist aber zum Beispiel auch, finde ich mal ein schönes Beispiel, wie man da auch mehr Jobs trotz digitaler Transformation, weil wir brauchen, also es ist Technik gebraucht und es sind eben auch die Leute gebraucht. Und was auch verrückt ist, muss man auch einfach ganz offen und ehrlich sagen, dass du das alles alleine machst. Da ist kein Hiwi. Er lädt den Karren, er schiebt ihn zur Wiese. Genau, ich schiebe den übers Kopfsteinpflaster zur Wiese. Ja. Er ärgert sich, dass die Wand mit Graffiti besprüht worden ist, auch alleine. Und dann setzt er das alles auf, macht alleine. Also das ist halt krass. Naja, und ich meine, das draußen habe ich jetzt ja nur gemacht, weil eben draußen, wir kennen das Problem Aerosole, durchaus, dass eben viel unproblematischer ist, meines Erachtens, ohne jetzt irgendwie Pandemologe zu sein, als wenn man das jetzt halt indoor machen würde. Ne? Ja. Ich meine, das war das ganze Ding. Irgendwie, ich wollte halt rausgehen an die frische Luft. Wie irgendwer geschrieben hatte, so, woran erkennt man auch die E-Technik-Studis? An der gesunden Sommerbräune. So, ne? Und das war der einzige Grund, das halt irgendwie rauszumachen und rauszubringen. Und ich meine, dann draußen gehen eben keine Beamer, also muss man sich auch was anderes überlegen. Und dann wurde halt diese Flipchart geboren. Ja. Ja, und so kam das halt irgendwie alles zustande. Irgendwie ist mein Kamerabild jetzt strange. Das liegt aber... Sieht das bei dir auch so seltsam aus? Ja, absolut. Ein bisschen
Ganz, ganz leicht verstörend tatsächlich. Irgendwie ist ein Keyframe scheint verloren gegangen zu sein. Wir können jetzt einfach auf den nächsten Keyframe warten. Ah, jetzt geht's. Puh, so. Ein bisschen Horror-Atmosphäre. Wo ist denn? Hast du nicht einen Hashtag dafür? Outdoor-Hybrid-Übung. Und ich kann ja mal nebenbei so ein bisschen erzählen, also im Wintersemester, ich hoffe mal, dass es die Pandemielage durchaus zulässt, dass man halt, wie du sagst, so eben die 3, 4, 5 Studis, die da halt hingekommen sind, es ist so verrückt, als würde er einfach so zum Zelten fahren, so ciao, ich bin jetzt mal weg. Ah, ja, du hast sogar Sitzpolster für deine Studierenden. Ja, diese Sitzpolster, die waren super beliebt. Kein Mensch wollte auf meinen unbequemen Laborhocker sitzen. Alle haben sich auf diese Sitzpolster draufgesetzt. Leute, er hat einfach Sitzpolster für seine Studierenden mit. Es ist halt. Und das sind wahrscheinlich deine privaten Sitzpolster, so wie ich die. Sagen wir mal so. Ja, so semi, ja. Also die Das ist so krass. Ach, es ist halt. Ja, die habe ich mir von einer befreundeten WG ausgeliehen. Ah ja, Permaleihe, kenne ich. Es ist halt einfach so verrückt gut. Pelicase noch dazu. Ja, das stimmt. In diesem orangen Pelicase ist das Handmikrofon für die Studierenden drin. Und das hat diesmal auch ganz gut. Also ich habe die, aber da müsste man, ja, es gab noch ein bisschen. Es ist so. Bisschen aber alkoholfrei, Leute. Ganz entspannt, also, ja. Ganz, ganz, ganz ruhig. Back to 2 Pixel again. Ja, da ist das Bild, wie es ungefähr, wie die Studis ungefähr da so gesessen haben. Mega. Das ist dieses eine Bild, was zum Glück zwischenzeitlich kurz die ja, und das von Yuran da, das kannst du auch mal aufmachen, weil das, da kann ich vielleicht auch noch irgendwie kurz was zu sagen. Ne, also im Prinzip ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, diesen Hybriditätsgraben zu überwinden. Also das halt die Leute in Zoom meinetwegen eben auch die Leute vor Ort hören. Also ich habe ein Mikrofon, aber halt die anderen Leute ja nicht. Und dann habe ich halt dieses eine Handmikrofon. Da muss man die Teilnehmenden vor Ort aber wirklich so ein bisschen dazu zwingen, das dann immer rumzugeben und zu sagen, auch wenn ihr jetzt nur eigentlich eine ganz kurze Zwischenfrage stellt, nehmt halt trotzdem das Mikrofon, weil sonst ist das total blöd für die Leute in Zoom, wenn die halt nicht die Frage gehört haben oder wenn ich eben jede Frage nochmal wiederholen muss. Das kriegt man hin. Und die andere Richtung ist halt, ich habe da ja diese Boombox, so eine Bluetooth-Boombox zu liegen, sodass man halt die Leute, wenn die in Zoom was fragen, dass man das halt auch vor Ort hört und ich halt das höre. Das klappt auch so semi. Und ansonsten, die Leute vor Ort können sich natürlich super unterhalten, auch mal so nochmal irgendwie so in der Kleingruppe, ja, und mal mit ihrem Nachbarn was tuscheln und warum haben wir das jetzt da so gemacht und wie war da jetzt der Ansatz und das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, kannst du mir das nochmal erklären? Und das ist ja das, was sonst in Zoom halt total schwierig ist. Also in Zoom kannst du dich ja nicht nebenbei mit jemandem unterhalten. Ja, man kann so ein bisschen nebenbei mit Leuten chatten. Also da muss ich man kann halt mit Leuten das, chatten, aber so ja. Dieses... Ja, gut, du kannst nicht tuscheln, ja, meine Güte. Genau, wobei, ne, und ich meine, ich weiß nicht, ob das Studis halt nicht mehr machen, wäre mal interessant zu hören. Also man kann sich natürlich, während man in einem Zoom-Meeting drin ist, einfach auch noch mit per Skype oder per Discord oder nein, was? Das geht? Oh mein Gott. Oder auch also, mit Discord in der Lerngruppe? Wenn das zulässt, soll das ja wahrscheinlich gehen. Natürlich machen das Studierende. Real Talk, ja, natürlich. Ja, aber also ich hab's halt selten gemacht. Also klar, ich habe mal auch telefoniert, während ich eigentlich irgendwie in einem Zoom-Meeting zugehört habe. Und da ist es halt meines Erachtens viel schwieriger, das akustisch voneinander zu trennen, weil unsere Ohren, ne, du hast halt hier ein Telefon und da hast halt irgendwie ein Ohrstöpsel. Und so dieses, unsere Ohren sind ja eigentlich gut da drin, ne, auch so zu fokussieren. Also du kannst ja in einem Raum stehen, wo alle Leute sich unterhalten und kannst trotzdem irgendwie der Person... Dieser Bar-Effekt, wenn du auf einmal zwischen Gesprächen hin und her... Genau, und der funktioniert irgendwie nicht so mit Zoom und Discord so nebenbei. Und deshalb, du hast halt so diese Audio, eine Audio-Kollisionsdomäne, die hast du halt in den Videokonferenzsystemen ganz doll und in dem Präsenz-Hybrid-Outdoor-Setting halt nicht so. Und was dann interessant war, irgendwie ist dann diese Bluetooth-Verbindung von meinem Lautsprecher da gestorben oder ich hätte die mal neu starten sollen. Man hat aber nur gehört und nicht mehr, was die Leute halt im Zoom sagen. Und dann Töne aus der Unterwelt.
Ja, genau. Klang so wie einmal zum Mond hin und zurück gebeamt. Und dann habe ich halt das irgendwie auf den Laptop-Lautsprecher wieder umgestellt, der war aber zu leise und so. Und dann hat halt irgendwer vor Ort gefragt, wer hat denn jetzt in Zoom die Frage gestellt? Ich sage, na hier, das war so und so. Ach na ja, dann rufe ich sie mal schnell an. So. Und dann hat er sie halt angerufen auf dem Handy und dann hat sie halt per Handy ihm die Frage gestellt und er hat mir dann die Frage erzählt nochmal. Also, und das funktioniert dann auch. Also wir haben den Hybriditätskram durch Handygespräche überbrückt. Und das war total okay. Und er hat dann auch, also ich glaube auch da wieder studentischer Co-Host, auch wenn das jetzt das WLAN auf der grünen Wiese nochmal mehr belastet, ist es nicht schlecht, wenn ein Student, eine Studentin vor Ort, sei es jetzt in der grünen Wiese oder halt im Seminarraum oder wo auch immer, auch nochmal Ja. natürlich mit in dem Zoom-Meeting drin ist. Natürlich mit Mikrofon gemutet, weil man sonst sich diese Rückkopplung reinholt, aber halt sagt, oh, da ist jetzt nochmal eine wichtige Sache im Chat oder so. Nee, ich meine, ich habe halt mein Handy hinten in der Hosentasche. Wenn ich bei Twitch dann eine Chat-Nachricht kriege, dann kriege ich halt eine Notification. Aber für den Zoom-Chat muss ich dann halt ab und zu mal aus dem Bild laufen, zum Laptop laufen, gucken, was passiert da. Ich finde es auch okay, dass man mal irgendwie von Studierenden erwartet, okay, wenn es jetzt wirklich, also man, es gibt ja so Fragen, die stellt man einfach mal, weil man gerade denkt, so, ah, das kann er jetzt ruhig nochmal erklären oder nice to have. Und es gibt wirklich so richtige Why? Warum ist das jetzt genau so? Und wenn das diese zweite Kategorie ist, dann kann man von jungen Erwachsenen irgendwie schon mal erwarten, dass sie da ein bisschen pushen und sagen, ey, ich brauche das jetzt, das ist ein Baustein, der fehlt ansonsten. Oder man weiß eben, ja, dann frage ich halt Jan, Philipp, Madeleine, wie auch immer, die eh in meiner Lerngruppe sind. Und okay, das ist schon, aber das ist ja dann auch wieder eher diese erste Kategorie. Und Hybrid, ich weiß nicht. Ich rante da ja regelmäßig drüber. Ich finde Hybrid cool, wenn man sagt, okay, man hat diesen einen asynchronen Aspekt und man, also mehr so in die Richtung flipped Hybrid, aber wirklich synchrone, hybride Settings. Ich finde die Grafik gut, weil sie veranschaulicht eines der Probleme. Ich sehe tatsächlich noch mehr Probleme. Aber ich sehe das jetzt nicht als das Heilmittel. Und auch der, ich meine, ich vergleiche es ja ganz gerne mit dem Motor. Der fährt nicht gleichzeitig mit zwei Sachen. Da sind zwei Motoren drin und je nach Situation wird der eine oder der andere benutzt. So würde ich Hybrid verstehen. Und ja. Ja, aber dann ist es sozusagen eigentlich eben blendet, ne? Dann ist es Ja. so irgendwie. Und Hey, ja, ja. also ich glaube, das Hybrid ist jetzt eben, es ist was man auf jeden Fall mal ausprobiert hat. Ich glaube, wie ich sage, das Outdoor, ich glaube nicht, dass im nächsten Sommer, also ich glaube, für dieses Jahr ist der Drops gelutscht und ich glaube, im nächsten Sommer wird, also keine Ahnung, vielleicht mache ich mal aus Spaß an der Freude, um dieses grüne Wiesenfeeling und so zu haben. Können in die Glaskugel gucken? Keine Ahnung. Nee, also dieses grüne Wiesenfeeling war eigentlich mal ganz nett, aber das ist jetzt kein Aufwand, den ich dann im nächsten Sommersemester jetzt irgendwie eine Woche treiben würde, aber irgendwie diesen Asketon, das war halt schon irgendwie ganz nett. So, sich mit Leuten halt einfach auf der grünen Wiese zu treffen, da auch noch ein paar Getränke dabei zu haben, Ja. diese Atmo mit den Sitzkissen und so. Leider, das meine, vielleicht, wir haben schon gesagt, vielleicht müsste die Uni einfach draußen an diese Garagenwand einfach eine richtige Tafel dran schrauben. Ne? Also Ja. diese Flipchart, diese wegfliegende beim Wind ist eigentlich total nervig. Und wenn die halt auch immer in derselben Fokusebene läge, Ja. wäre es auch viel einfacher, eine Kamera drauf Aber sieht zu die dann nach holen. einem Jahr noch so fresh aus? So, also ich weiß, wie Wände indoor in Unis aussehen nach ein paar Jahren. Oder Aber auch guck mal, das Korkwände. Graffiti ist wieder weg. Das hat schon wieder einer übergestrichen. Das ist halt krass. Nicht schlecht. Ja. Nee, aber auch so dieses, so ein bisschen, also das, auch das ist so zum Beispiel so ein Aspekt, so eine gewisse Festivalstimmung. Nicht im Sinne von, alle sind besoffen und rennen nackt über die Wiese. Nein. Was war Und noch nie auf schreiben einem Festival. Buchhälter. Sondern dieses ein bisschen gelassener lernen und nicht so völlig on edge. Und liebe Studierenden, auch Lehrende sind on edge, wenn sie einspringen müssen oder wenn sie eine Vorlesung halten, die sie nicht so oft halten. Also, das gilt für beide Seiten und so. Ich feiere das mega. Auch, dass du dir halt so die Gedanken machst. Weil man könnte halt auch genauso sagen: so, nö, bibbidi-bobbidi, I'm outta here. Schön. Ja, und also der Plan fürs Wintersemester ist Ich habe schon schon einen irgendwie Plan. dieses. Ich habe schon einen Plan fürs Wintersemester. Ja, also ich persönlich habe einen Plan. Okay.
Okay. Also wenn man, ich meine, jetzt keine Ahnung, ob es an Outdoor lag oder an der ganzen Situation ringsrum oder an was auch immer, der Anteil von Leuten, die man dazu bewegen konnte, zu solchen hybriden Settings in Präsenz hinzukommen, war ja bisher irgendwie doch recht überschaubar. Also ich meine, jetzt irgendwie 2 Tage vor der Klausur haben es tatsächlich Leute hingeschafft von eigentlich, würde man sagen, 100 oder so, ne? Die für die Klausur angemeldet waren. Also direkt überrannt wurde ich da jetzt nicht, will ich halt sagen. Hättest du ja auch gar nicht abdecken können mit deiner Wiese. Wenn er jetzt 30 Leute, hättest du wahrscheinlich direkt auf die Finger bekommen. Herr Magdowski, keine Superspreader-Events. Wir haben darüber doch gesprochen. Da hätte ich alle nach Hause geschickt. Also ja. Schaut euch das per Zoom an. Aber wenn das weiterhin so ist, so viele Leute kann man ja auch ganz gut in irgendwie so einen mittelgroßen Besprechungsraum reinsetzen. Und wir haben ja so ein Smartboard. Und auf dem Smartboard kann man natürlich auch wunderbar schreiben und kann das halt per Bildschirmfreigabe freigeben und hat dann natürlich fantastisch gute Qualität, dann viel, viel besser als eine abgefilmte Flipchart mit einer Webcam, kann das auch viel schöner abspeichern. Ich kann auch endlich mal wieder, das hat mich so ein bisschen an diesem Outdoor-Setting genervt, jetzt, dass man halt nichts mit MATLAB zeigen konnte oder nichts mit ATSpice oder nichts simulieren konnte, weil ich halt draußen keinen Beamer habe. Also man war halt auf diese Flipchart festgenagelt, was die multimedialen Möglichkeiten angeht. Ich konnte das Diagramm ein bisschen Wind flattern lassen und so die Ortskurve. Dynamisches Diagramm, du bist dran. Hast du denn die Schulung für das Smartboard denn schon gemacht, dass du es offiziell benutzen darfst? Denn dieses Smartboard war teuer. Ich glaube, es gibt bei uns offiziell gar keine Smartboard-Schulung, aber ich glaube, es gibt so viele Smartboards, die bei uns rumstehen und von ungeschulten Mitarbeitenden einfach nur als Präsentationswand benutzt werden. Also ich glaube, in Smartboards wurde sehr, sehr, sehr viel Geld reinversenkt. Ja. Auch so, am Wochenende gab es so eine Diskussion bei Twitter, so warum die EDV-Leute, die das Zeug beschaffen, sich nie abstimmen mit den Lehrenden, die das Zeug tatsächlich benutzen. Und naja. Ein Rhetorikprof, ne? Aus Tübingen. Weil das halt so ist, ja. Also weil es eben ganz wenig institutionalisierte Anreize gibt, wo sich halt die beiden Personengruppen in Verwaltung und in Lehre darüber austauschen, was denn irgendwie toll und sinnvoll wäre. Ja. Und weil es halt viel einfacher ist, einfach 5 Smartboards zu kaufen, dann sind halt 50.000 Euro weg, so nach dem Motto, und dann hat man halt ganz viel Geld ausgegeben und kann sagen, hier, jetzt habt ihr doch eure tollen Smartboards, jetzt macht da halt für was mit. 50, selbst für 25.000, man könnte diesen besagten Studio-Multi-Setup, alles funktioniert auf Knopfdruck, geht für die Hälfte des Geldes. Also auf jeden Fall würde ich halt im Winter statt Flipchart, also statt Wiese, Besprechungsraum, statt Flipchart ein Smartboard. Und statt Sitzkissen? Statt Sitzkissen vielleicht einfach gepolsterte Stühle. Schauen wir mal. Statt alkoholfreiem Radler. Was richtig ist, genau. Und Fassbrause, vielleicht alkoholfreien Glühwein und Kaffee aus der Kaffeemaschine. Ja. Und dann ist noch so ein bisschen die Frage, dann kann ich das natürlich trotzdem irgendwie per Zoom und per Twitch machen. Ich finde das jetzt eigentlich so ganz nett. Also das Hybrid macht für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel Nachteile. Also ich glaube, es bringt den Leuten schon was, die per Zoom daran teilnehmen, obwohl man dieses ganze Hybriditätsgraben-Gedöns und so hat. Es bringt für die Leute, die halt vor Ort da sind, auf jeden Fall auch was. Und es macht jetzt für mich keinen riesengroßen Aufwand, das nochmal für diese 2 Wochen bei Twitch als Konserve bereitzustellen. Und wenn sich das da halt auch nur 10 Leute, 20 Leute nochmal angucken und sagen, irgendwie, oh, die Aufgabe, das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden, und guck mir das dann nochmal an, dann hat das ja schon irgendwie einen Vorteil. Was ich jetzt halt bei diesem, wenn ich das im Seminarraum mache, noch nicht so richtig weiß, wie ich das hinbekomme, aber ich habe jetzt geguckt, es gibt irgendwie so einen OBS-Bot oder wie ich mein Kamerabild da reinkriege, weil ich, wenn ich natürlich vor dieser Flipchart stehe und schreibe, dann renne ich ja auch so von rechts nach links und da macht es ja irgendwie keinen Sinn, so richtig aus meiner Sicht, den Inhalt des Smartboards per Bildschirmfreigabe freizugeben in super guter Qualität und dann das Smartboard nochmal per Kamera in Komplettgröße abzufilmen, damit man, egal wo ich stehe, mich die ganze Zeit sieht. Also eigentlich bräuchte ich... Aber muss man dich ständig sehen? Naja, ich finde das eigentlich schon nicht verkehrt, weil man, glaube ich, mittlerweile schon irgendwie so an dem, wie ich gucke, manchmal ablesen kann. Finde ich jetzt die Lösung einfach, finde ich jetzt schwierig. Okay. Verrennen wir uns gerade irgendwo? Aber was? Ja.
Aber finde was ich die Frage angemessen? Mit einem Bild im Bild, also Picture in Picture. Ja, genau, dass Picture in Picture, aber dann egal, wo ich stehe, ich brauche so einen Kamerabot, der mich so verfolgt, weißt du? Also der mich die ganze Zeit so ein bisschen. Und jetzt habe ich geguckt, sowas gibt's. Okay. Aber auf welchen Input-Daten versteht... Der nimmt, also ich habe mir das jetzt so, also das funktioniert wohl eigentlich so, dass du halt den per Bluetooth mit einem Smartphone koppelst und auf dem Smartphone läuft auch eine App, die, sagen wir mal, KI-mäßig dein Kamerabild auswertet und einfach sagt, oh, du gehst jetzt in dem Bild in die Richtung, da muss ich mal die Kamera dahin nachführen und du gehst im Bild in die Richtung, da muss ich mal die Kamera dahin nachführen. Aber nur, dass wir uns verstehen, das ist jetzt keine Pan-Tilt-Zoom-Kamera, sondern du hast verschiedene Kameras, die sozusagen durch... Nee, das ist ein, sozusagen ein motorisiertes Kamerastativ, was also per Bluetooth irgendwelche Befehle bekommt, wohin es die Kamera drehen soll. Also doch Pan-Tilt-Zoom. Also genau. Für, ja. Die sind richtig teuer. Das ist. Ja, ich habe mir das mal so angeguckt. Das war überschaubar. Und ich habe so ein paar Testvideos gesehen. Das funktionierte schon irgendwie ganz semi. Okay. Und die Frage ist halt, ich weiß nicht mehr, frag mich jetzt mal, wie das hieß. Das ist halt, also ich kenne vor allem die aus dem Geschäftskontext. Ja, das sind ja diese Dings. OBS-Bot oder sowas. OBS. Wahrscheinlich am besten suchen wir nicht Bot in Bildern, sondern OBS-Bot. Weiß ich, Camera oder sowas. Custom Bots, WTF, ne, Camera, OBS Bot. Ja, yeah, ich check das kurz mal aus. Check das mal kurz aus. Man weiß es nicht immer so genau. Man weiß immer nicht so. War die Seite lila? Oh, warte mal, jetzt, du fragst mich, wie lange, warte ich. Custom Bots, wie gesagt, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich hab das letztens auch nur so ganz kurz. Streamlabs, Chatbot, naja. Ne, Chatbot nicht. Hier, aiobsbot.com. AI Camera. Aber OBS-Bot. OBS-Bot ohne irgendwas dazwischen.com. AI Powered Selfie Phone Mount. Oh, wow. OBS Me is a foldable AI Powered Selfie Mount designed to complement your phone for selfies, vlogging, streaming, video calls and so on. It's amazing. It's amazing. Und ich meine, jetzt ist halt so die Sache. Also PTZ. Ich kenne doch mein Stuff. Das war mein. Siehste? Und ich glaube, die da unten ist teuer, weil da ist ja natürlich die ganze Kamera mit da drin. Ich glaube, dass da oben dieser Mount ist günstiger. Ja, und dann ist aber halt die Frage, go big or go home? I don't know. Also, was soll der Spaß kosten? Keine Ahnung. Den da unten habe ich, das da oben, glaube ich, war so überschaubar. Klick mal drauf. Also was, die Frage ist, was soll es kosten und was ist es wert? Mehr als $80 wäre ein bisschen, sagen wir mal 100. Tiny, ja. Ich habe Angst. Ah, nee, das ist die große. Wo ist die kleine? Product. Okay, die große kostet 200. Das ist ja. Das geht eigentlich, ne? Coming soon. Coming soon. Okay, dann gibt es wahrscheinlich nur die Lobos. No app required, but. Ja, ich glaube, es gab sozusagen verschiedene. Ich glaube, da haben sie ja auch die kleine. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass die sozusagen eine eigene Kamera drin hat. So ganz so genau. Aber du siehst, du musst dann TikTok-Videos machen. Du musst Yoga-Videos damit machen. Okay, und du kannst damit lehren. Siehst du? Ah. Okay, ich bin skeptisch, bin ich ehrlich, aber. Coole Idee. Vor allem deutlich günstiger als andere Hersteller, die länger am Markt sind und das Ding für das Zehnfache verkaufen. Ja, keine Ahnung. Also das ist was ich mir halt irgendwie vorstellen könnte. Ansonsten muss ich mal jetzt so ein bisschen über die Studis abranten. Go. Abseits der Technik und des Aufwandes für irgendwelche Outdoor-Hybrid-Sprechstunden oder einfach so Online-Sprechstunden bei Twitch. Die Qualität der Fragen, die Studierenden in solchen Formaten stellen, könnte durchaus hochwertiger sein. Also ich habe jetzt halt ich mache das ja jetzt ungefähr seit Oktober. Ne? Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sozusagen die Sprechstunde gestreamt habe. Ja. Also ein halbes Jahr mache ich das jetzt halt dicke. Und
in 95% der Fälle geht die Qualität der Fragen über, hier ist eine Aufgabe, ich habe absolut überhaupt gar keine Idee, wie ich da rangehen würde. Können Sie mal die Aufgabe vorrechnen? Geht es halt nicht hinaus. Also man hat halt ganz selten hat man mal so Sachen wie, hier ist eine Aufgabe, ich habe das jetzt irgendwie schon mal probiert. Und bis dahin bin ich gekommen und jetzt weiß ich halt nicht weiter. Und das ist, oder ich hab das jetzt irgendwie gerechnet und meines Erachtens erscheint mir das auch alles total sinnvoll, aber ich komme nicht auf das Ergebnis oder das Ergebnis scheint mir unplausibel und ich finde den Fehler nicht in meinem Rechenweg oder ich weiß nicht, wo mein Denkfehler ist. Also eigentlich würde ich mir halt viel mehr Fragen dieses Typus wünschen oder dieser Qualität und viel weniger Fragen wie, ich habe überhaupt gar keinen Plan, zeig halt mal, wie es geht. Ne? Mit dem gleichen Trick bin ich in der Mittelstufe immer zu meinem Kunstlehrer und habe halt gesagt, so, boah, voll schwer. Wie ging das nochmal? Wie ging Perspektive? Und das hat man dreimal gemacht und dann war das Bild C- und dann hat es gepasst. Also das erinnert mich daran. Nicht, dass ich das jetzt deinen Studierenden unterstellen möchte, aber das ist halt so eine, ja, lass das Bild in drei Schritten vollenden Strategie. Ja. Aber wie antwortet man darauf? Also du kannst ja dann nämlich, also ich meine, du könntest sagen so hard no, guck dir meine Videos an. Ja, das kann man halt auch nicht immer machen. Also ich meine, ich habe, irgendwie so auch in einer der letzten Sprechstunden, so kurz vor der Prüfung, hat auch jemand so eine Frage gestellt, ja, hier ist so eine ganz einfache Schaltung zu Zeigerbild und können Sie, und da habe ich halt gesagt, nee, sorry, also da habe ich jetzt gefühlt irgendwie schon, also da gibt es so 1001 Videos. Ja. Dann habe ich auch schnell irgendwie also wirklich innerhalb von 30 Sekunden den Link gefunden, wo exakt wirklich genau zu der Aufgabe es ein YouTube-Video gab von mir. Und dann habe ich ja gesagt, nee, also das werde ich jetzt nicht erklären. Das soll mein digitaler Zwilling machen? Und komm mal ran. Arbeiten Sie bitte an Ihren Recherchekompetenzen, ja? Meinst du, das ist, also wir hatten ja schon mal, wir hatten schon mal eine positive Art, das zu beschreiben, nämlich Selbstwirksamkeit. Das klingt ziemlich esoterisch, aber ich finde, es ist zumindest die, wenn man Selbstwirksamkeit hat, im Sinne von, okay, ich bin in der Lage zu unterscheiden, ist das, was ich lerne, die richtige Art und der richtige Inhalt. Ich würde die negative Variante so mit erlernter Hilflosigkeit beschreiben. Es ist immer jemand da gewesen, es hat immer jemand nochmal erklärt, es ist nochmal mit Nachprüfung. Ich sage nicht, dass diese Mechanismen gar keinen Stellenwert haben, also sowohl Nachprüfung, Nachteilsausgleiche, auch dass man jetzt bei Corona gesagt hat, hier, wenn nicht angetreten, so war das jetzt bei uns in Potsdam, wenn nicht zur Prüfung angetreten, dann zählt das wie zurückgetreten und das sind wichtige Regeln gewesen, meiner Meinung nach. Komma aber, das ist die eigene Relation, dann ist es halt doch irgendwie so, es gibt halt genug Angebote und dann ist halt die Frage, ab wann sagt man, okay, guck's dir an. Und ich kann dir im besten Fall noch sagen, ob das Video, was du dir da rangeguckt hast, irgendwie, aber dann irgendwie in der letzten Vorlesung nochmal zu fragen, wie ging jetzt das Intro-Beispiel? Ich weiß nicht, ob es hilflos ist und oder dreist. Wahrscheinlich ist es, soll es nicht irgendwie als dreist wirken, aber es ist halt schwierig, vor allem gerade wenn man, so wie du, echt viel Inhalt hochlädt, was ja auch nicht alle Lehrende machen. Vielleicht lade ich ja schon zu viel Inhalt hoch. Nee, ich glaube, es ist ja alles irgendwie schon ganz gut verschlagwortet und quasi Volltext durchsuchbar und die neueren Videos haben ja auch alle Kapitelmarken und so. Ich glaube, man kann sich da schon ganz gut durch navigieren, wenn man möchte. Ich sage ja auch nicht, dass es überhaupt nicht in Ordnung ist, mal irgendwie solche Fragen zu stellen, aber ich würde mir halt mehr Anteil von qualifizierteren Fragen wünschen, als von so eher diesen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, jetzt zeigen sie halt einfach nochmal so von vornherein, wie es geht. Weil ich meine, dann ist auch so, klar, mache ich das halt und dann erkläre ich das halt auch so schon irgendwie gefühlt nochmal vom Urschleim an mit allen so Sachen, wo ich sage, das ist jetzt eine Formel, die müsste man wissen oder in der Formelsammlung suchen. Das kann ja auch nicht sein. Da können wir uns jetzt das draus herleiten und das macht sowas natürlich irgendwie sehr lang, ne? Also wenn man dann halt nicht so weiß, was weiß ein Student schon, worauf kann ich denn irgendwie aufbauen und wie kann ich halt damit weitermachen? Aber würde es helfen, wenn man das quasi am Anfang thematisiert und sagt, also wir haben so ähnliche, wir machen ja ziemlich viele MOOCs und wir machen das, da gibt es ein Forum, ja, und dann kommen auch manchmal genauso Fragen. Wir haben ja keine Synchronelemente und dann kommen ja eben manchmal auch genauso, okay, wie
Einführungskurs Java online, 12.000 Teilnehmer, und dann schreibt halt einer, ich habe die Vorschleife so gar nicht verstanden. Das mit den Folien, das reicht mir nicht. Massive Open Online Course, wie fängst du an? Zum Thema Vorschleife gibt es halt wahrscheinlich 400 gute Videos und 500 weitere schlechte. Wie fängst du dann da an? Und dann musst du halt auch sagen, okay, gibt man den Leuten quasi eine Vorlage, wie so eine Art Formular, was man ihnen ausfüllen muss. So, ich habe es bis hierhin geschafft. Und dann musst du dich aber auch durch so ein Formular arbeiten. Und du willst ja auch den Leuten helfen. Ja. Ist, ja, also es ist nicht ganz so komplex wie jetzt dein Beispiel mit Studierenden. Aber ich weiß nicht. Ich meine, du hast 263 Videos, was absurd viel ist. Ja, da muss irgendwas dabei sein. Aber ich würde auch behaupten, so, also irgendwas muss kommen, an wo man wortwörtlich ansetzen kann, um zu sagen, okay, ich ziehe dich aus deinem Treibsandloch und dann bitte weiter in die da, in Richtung, weil die Richtung ist falsch, einfach in die. Ja. Aber wir reden ja auch, um nochmal Kontext zu geben, so von Zweit- und Drittsemestern, richtig? Ja, nee, von Erst- und Zweitsemestern, ja. Okay. Also wahrscheinlich ist da eben auch so ein bisschen, liegt da so ein bisschen der Hund begraben, dass man eben von den Studierenden jetzt in dem Status des Studiums, insbesondere jetzt vielleicht irgendwie auch nach dem dritten Corona-Semester und so, dass sich da vielleicht auch zu viel Eigenverantwortung oder sagen wir mal zu viel auch Selbstbewusstsein, sagen wir mal, in Kommunikation mit den Lehrpersonen dann halt voraussetze. Ja? Also ich würde mir halt auch viel häufiger wünschen, dass Studis auch, ne? Also manchmal habe ich auch so das Gefühl, dann bin ich jetzt so, die fragen mich halt so, dann löse ich halt so eine Aufgabe, rechne was vor, und ich glaube, dann manchmal reicht es denen schon vollkommen hin. Also dann sagen die, ah ja, okay, Ansatz habe ich jetzt verstanden. Ja. Also sagen wir mal, den Rest kriege ich jetzt auch alleine. Auflösen kriege ich hin. Genau, ja. So, und dann bin ich aber irgendwie so in meinem Redefluss drin und sage, und jetzt hier, und dann machen wir so, und dann stellen wir das so, okay. Und ne, dass sie dann sagen, ja, lass ihn mal reden jetzt. Jetzt ist er so in seinem Fluss drin, da unterbreche ich jetzt halt nicht, obwohl sie vielleicht eventuell halt gar nicht mehr so richtig interessiert an der Stelle, weil diesen Knoten, den sie halt im Verständnis hatten, weil der sich schon lange aufgelöst hat. Das ist dieser alte Trick, wir müssen den Erdkundelehrer nur an seine Zeit in den 70ern erinnern, und die Stunde ist gelaufen, Schlagwort fällt, gute Nacht. Ja, das kommt vor, dass Leute da wissen, was sozusagen die Pet Topics sind, und dann muss man aufpassen, ja. Aber schwierig. Ja, weil sich das eben vielleicht auch so ein bisschen drin dargestellt hat, ist, wir haben ja jetzt letzte Woche eine Open Book Klausur geschrieben. Oh ja, um vielleicht noch topic. Zu diesem Thema zu kommen. Ja. Hast du da Bilder aus der Messehalle? Nee, aus der. Ja, genau. Da gab es auch ein paar Bilder aus der Messehalle. Da gab es auch irgendwie auch ein etwas, ein bisschen Berichterstattung bei Twitter drüber. Und hat doch auch bestimmt einen Hashtag bei dir, Open Book. Ja, Open Book. Ich glaube, Open Book Prüfung. Mit Ü oder mit Umlaut? Nö, ja, mit Ü. Da kann doch Umlaut in Hashtags. Twitter kann Umlaute. Ja, Twitter kann Umlaut. Oh, wow. Okay, fangen wir mal mit dem an. Ja, genau. So, und also es waren 107 oder sowas, knapp über 100 Studierende angemeldet. Nur 65 sind zur Prüfung gekommen, weil genau wie du schon gesagt hast, wenn man nicht kommt und den Versuch gar nicht erst antritt, zählt es wie ein Rücktritt, zählt es wie eine Abmeldung, zählt es nicht wie ein Fehlversuch. Wenn man, und so ist die Regelung mittlerweile, wenn man halt aber teilnimmt und nicht erfolgreich teilnimmt, dann zählt auch das Durchgefallen. Ich habe ganz kurz, Wild F. True hat geschrieben, ich habe schon mindestens 5 Prüfungen geschrieben, am Tag, in dem Semester, online. Was für Prüfung? Oder 5 Prüfungen bei Matthias. Das wäre spannend. Continue, please. Ja. Wenn man gekommen wäre oder gekommen ist und dann durchfällt durch die Prüfung, dann muss man die 5 auch nehmen. Im letzten Sommersemester und ich glaube im letzten Wintersemester war das ja noch so, wenn man halt dann durchgefallen ist, zählte die 5 ja auch einfach wie ein abgemeldet von der Prüfung. Man konnte ja in vorherigen Prüfungen, ja, bei uns war das so, man konnte ja in vorherigen Prüfungen wirklich eigentlich überhaupt gar nichts verlieren. Also außer, dass man halt 3 Stunden Zeit investiert hat oder 4 oder so, um halt diese Prüfung zu schreiben. So, und
Unsere letzte Prüfung im Winter war ja eine Online-Prüfung. Wie wir mehrfach diskutiert haben, macht Online aus meiner und deiner und unserer Sicht ja nur Open Book Sinn. Alles andere, irgendwie Leute zu überwachen und irgendwie Hilfsmittel einzuschränken. Bin kein Personal Detective. Ja. Künstlich das irgendwie da so ein Prüfungsszenario auszudenken, was dann sehr unauthentisch und artifiziell ist, macht ja keinen Sinn. Und jetzt haben wir halt dann gesagt, okay, wenn wir einmal Open Book gemacht haben, dann machen wir jetzt halt auch weiterhin Open Book, auch wenn das Ganze wieder in einem Hörsaal stattfindet und wir eigentlich die Leute überwachen. Ganz kurz, war das viel Überzeugungsaufwand intern, dass du zusammen Dekanen gesagt bist, Leute, ich würde das gerne so machen? Überraschenderweise eigentlich nicht. Also überraschenderweise ging das relativ schnell durch, weil die Ergebnisse der letzten Online-Klausur ja gezeigt haben, Notenschnitt sieht eigentlich aus wie immer. So, ja. Ne? Und ja. Es gab ja auch genügend Leute, die von diesen randomisiert zugelosten Aufgaben die Aufgaben nicht lösen konnten, obwohl es wieder genau zu der Aufgabe ein YouTube-Video gab, was man natürlich auch erstmal finden muss und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir halt hier gesagt, okay, ihr könnt alles mitbringen, ihr könnt alles benutzen, ihr könnt euch auch einen Laptop mitbringen. Internetzugang können wir nicht garantieren, weil wir nicht wissen, was da in der Messehalle ist. Es gab aber in der Messehalle interessanterweise Eduroam. Also es gab eigentlich auch fantastisches Internet in der Messehalle. Sag mal, das Beschränkende war vielleicht eher die Akkulaufzeit des Laptops. Ja, und die Zeit. Also ich meine, wie viel Zeit hatten die für die Klausur? 3 Stunden. Ja, aber also natürlich in 3 10-Stunden-Stunden, gut, dann hast du halt irgendwie andere menschliche Restriktionen, die da ergreifen. Aber wir haben, ja, also drei Stunden musste ich auch irgendwie organisieren. Das ist ein endlicher Zeitraum. Ja, es gibt ja auch Powerbanks für Laptops. Und ich meine, wenn ich das schaffe. Ich meine, mit dem, was du quasi mit dem Internet machen kannst. Also man kann sich im Internet verlieren. Ja. Und wir kennen das alle. Ja, ich mache nebenbei noch, ich mache Pomodoro heute. Ja, und nebenbei nur kurz die neuesten Memes. Und auf einmal sind 28 Minuten weg. So, ja gut, das war ja quasi die erste Pomodoro-Session. Dann mache ich jetzt mal eine Pause. Also das Internet ist halt auch nicht nur dein Freund, was Effizienz angeht. Ja, genau. So. Und also ich von den 65 Studierenden, du siehst ja die Statistik, habe ich dann halt einfach mal durchgezählt, wie viele haben Laptop dabei, wie viele haben Bücher und Skript. Und Smartphone hatten halt die meisten. Zumindest, wo man das jetzt irgendwie präsent auf dem Tisch zu liegen hat. Und noch eine Frage, war das Kombination? Ist das Multiple Response possible? Ja, klar. Okay. Es gab auch Leute, die natürlich Laptop, Bücher und 65 und alles. Genau, alles. Ja, my bad, alles ja. Ich habe jetzt nicht, klar, ich hätte das jetzt noch irgendwie noch diffiziler aufschlüsseln können, der hat Laptop und Smartphone und der hat. Aber so. Und es gab 2 Leute, die das Ganze ohne Hilfsmittel probiert haben. Die habe ich ja natürlich befragt, warum? Warum? Und dann und die eine Person hat gesagt, ich wusste das gar nicht, dass wir das ist doof. Das stand aber schon irgendwie so vorher im Forum und sowas. Vernetzung mit Mitstudierenden und Kommilitonen hilft da enorm, sich vorher vielleicht nochmal über die Prüfung, das Prüfungsformat auszutauschen und zu sagen, Mensch, was ist da eigentlich erlaubten Hilfsmittel und so? Hast du da was gehört? Und Ist das nicht das Erste, was die Runde macht, dass man irgendwie... Ich weiß nicht. Also klar, es war halt einer von 65 und vielleicht war auch die Person schon aus einem höheren Semester oder so. Aber das sage ich mir halt auch immer, redet doch mal einfach miteinander. Ne? Also ich meine, auch wenn irgendwie wegen Corona erstmal an der Uni alles zu ist, irgendwie so eine gewisse Lerngruppe oder dann tauscht euch halt über den Fahrer aus oder weiß nicht was. So, und die andere Person, genau wie du sagst, hat halt gesagt... Ich habe das schon alles in meinem Rucksack hier noch, ein Laptop und ein Handy und so. Aber ich probiere es erstmal ohne. Try me, Magdowski. I'm coming for you. I like the spirit. Das lenkt ja auch ab. Ich probiere es erstmal ohne. Ne? Ich fühle mich ja irgendwie relativ confident und so. Und fand ich halt auch nett. So, und ansonsten ist mir halt eben aufgefallen, und das sticht vielleicht auch nochmal in diese ersten Zweitsemester-Studierenden-Wunde, dass die Leute eben in den seltenen Fällen sich, glaube ich, wirklich bewusst waren, was für ein enorm mächtiges Werkzeug sie da halt mit Laptop und Smartphone und so an der Hand haben und was sie halt damit alles Prüfungsdienliches machen können und wie selten sie diese Möglichkeiten genutzt haben. Also ich habe
relativ selten Leute was im MATLAB rechnen sehen. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal irgendjemand was mal in so einem Netzwerksimulator, die das ja nur Programme sind, die explizit irgendwie für die Grundlagen der Elektrotechnik da sind, simulieren sehen. Und ich habe halt ganz viele, ganz viele gesehen, die damit durch alte Übungsaufzeichnungen irgendwie gescrollt haben. Krass. Ja, weil sie halt gedacht haben, oh, da finde ich eine Übungsaufgabe bestimmt. Und das ist vielleicht, das ist sicherlich auch in vielen Fällen so, wo halt sowas Ähnliches passierte oder sowas Ähnliches gefragt ist wie eine Aufgabe jetzt, ne? Und dann hat man halt so über so geguckt, okay, da sind wir so rangegangen und jetzt versuche ich das irgendwie auf meine Aufgabe zu adaptieren. Das ist ja irgendwie auch schon okay. Dann haben halt ganz viele Volltext so irgendwie im Skript gesucht. Das hilft dir aber natürlich auch nichts, wenn du halt nach, keine Ahnung, Leistungsfaktorkorrektur suchst und dann irgendwie hunderte nicht, aber zumindest irgendwie so 50 bis 100 Fundstellen im Skript findest. Ja. Leute haben bei Wikipedia recherchiert. Aber auch Wikipedia, die meisten Artikel in dem Bereich sind halt so kondensiert und generalisiert geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie eine Formel auf Wikipedia, also dann hätte ich mir, glaube ich, eigenes Glossar. Als ich dann irgendwie noch ein paar Aufgaben gerechnet habe, wo es noch keine Musterlösung gab für meine Videos, habe ich dann auch was bei Wikipedia nachgeschlagen. Also Stern-Dreieck-Transformation, ne? Die Formel, die hat man halt auch nicht immer im Kopf. Aber da muss man halt auch, man muss die Formel trotzdem mal gekannt haben, um sie halt zu verstehen, ne? Um zu wissen, ah ja, das ist jetzt gemeint und so ist das gemeint und. Aber da habe ich jetzt wirklich mal eine Frage. Also ich meine, du bist ja sehr, sehr transparent, wie du zum Beispiel, also man kann sich halt auch einfach den Code angucken, mit dem du die Aufgaben generierst. Was ich mich jetzt seit längerem oder auch ja, schon gefragt habe, das sind Ingenieure. Die sollen komplexere Probleme generalisiert lösen. Ich glaube, das ist so auch in der Informatik so eine ganz gute Beschreibung. Ist nicht mal jemand auf die Idee gekommen, deine Aufgaben zu reingenieren und zu sagen, warte mal, der Magdowski fragt uns, wo ist diese eine Aufgabe? Der fragt uns in der zweiten Aufgabe safe genau das hier. Ich kann dir die Formel zeigen. Und wir wissen sogar, dass er im Code sagt, in zwei Abständen für zwei Teilfunktionen kann das und das. Also gibt es ja so viel Transparenz, dass man sogar, warum passiert das nicht? Ja, ne, es passiert ja schon, aber es passiert halt nicht bei genügend Leuten. Und es passt, also, ne, Und auch die da, nee, da änderst du nichts, irgendwo änderst du nur Parameter oder Koeffizienten. Ja, genau, bei der ändere ich nur Parameter. Wenn du da jetzt auf das, so, musst mal noch ein Stückchen weiter scrollen in dem Abschnitt, da kommen irgendwo diese Musterlösungen und da ist, noch ein Stückchen weiter, glaube ich. Nee, ich meine die, wo du. Kommt das erst später? Nee, das ist der. Nee, geh mal in diesem Abschnitt noch ein bisschen weiter. Da müssten irgendwo diese Musterlösungen kommen. Dass das halt nicht, Leute, weil ich meine, das ist halt auch MathLab. Ihr benutzt MathLab. Also, du bringst ja jetzt kein irgendwie, oh, ich habe da in AlphaGo was programmiert und ihr müsstet euch jetzt erst noch voll schwer. Das habe ich mich halt echt gefragt. Wann ich mal so ein paar Findige auf die Idee kommen und also sagen. Was ich mich da zum Beispiel eher frage, ist immer, es gibt ja Leute, die brauchen mehrere Semester, um genügend Punkte zu sammeln für die Prüfungszulassung. Und hold up. Ich dachte, neben Prüfungsnebenleistung fertig. Nee, das ist jetzt genau das, was du meinst. Ja, genau. Da ändern sich ja nur die Zahlenwerte in den Formeln. Ja, die 1, die 0,5, das wird gleich eine 2. Genau. Und das könnte man doch re-engineeren, oder bin ich jetzt. Das ist keine Rocket Science, aber also, das ist ja auch nur, also da kannst du auch ein Beispiel dir im Skript angucken, da passiert halt im Endeffekt genau das Gleiche. Ja, weil V-True meinte gerade im Chat, ja, wo ist der Gitterblink? Richtige Denke, V-True, richtige Denke. Aber das ist ja so, das ist eine Aufgabe, die kriegen die Studis, ich sag mal, in der dritten Semesterwoche im ersten Semester. Ne? Weil das würde ich automatisieren und danke, Herr Magdowski, schreiben. Also. Und ich glaube, da sind in der dritten Semesterwoche ist man. Also, vielleicht, ich habe letztens so auch vor 2, 3 Wochen, hatte mir ein Student ein Beispiel zugeschickt, was er halt in Simscape simuliert hat. Das ist auch so eine Elektrotechnik-Schaltungsformel, Netzwerkberechnungsumgebung in MATLAB. Und ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe schon mal von dem Namen gehört, aber ich habe sie vorher nie benutzt. So. Und da hat er mir so ein Beispiel geschickt und hat gesagt, hier, ich habe da irgendwie was versucht zu simulieren. Das stimmt alles irgendwie vorne und hinten nicht. Können Sie sich das mal angucken? Und dann habe ich mir das halt auch in irgendeiner Sprechstunde
am Freitag, wo es irgendwie so keine Fragen gab, habe ich mir das angeguckt und habe das so ein bisschen besprochen. Und da hab ich mich mal wieder gefühlt wie so ein Student, weil du siehst dann so ein neues Programm, da sind tausend ein Knopf, du weißt jetzt nicht, welchen du drücken musst. Und dann habe ich halt nicht mal so Sachen hinbekommen, wie jetzt irgendwie so ein Messgerät mit mehreren Eingängen zu bestücken. Im Nachgang ist mir ein eingefallen, du musst einfach da draufklicken und dann gibt es irgendwo so ein Häkchen hier so. Ne? Da habe ich halt gedacht, na gut, so fühlt sich halt die Studis, wenn sie halt zum ersten Mal oder zum zweiten oder zum dritten Mal so ein Programm nutzen. Das ist halt alles total suspekt und diffus und schwierig, das halt zu machen. Darf man die Bilder zeigen hier? Ja, klar. Ich meine, sie sind schon... Das ist schon deutlich näher. Ich versuche, also ich habe auch Pläne, will ich da so ein bisschen kopieren. Ob wir jemals an die Messehalle gehen, weiß ich nicht. Kurse sind einfach nicht so groß. Die Messehalle war jetzt ja auch wieder nur wegen Corona. Ja. Sonst würde das aber halt in der Kurse stattfinden. Ja, weil so 106, ja, so in die Richtung 90 hatten wir auch was. Also, und man braucht, und das ist ja auch mein Mantra, man braucht halt Beispiele, wo man sieht, echte Professoren haben es gemacht, es hat funktioniert, es war kein Cluster-F, es gibt keine Noteninflation, es ist kompetenzorientierte Prüfung. Können wir doch auch. Und mit guck mal, Maus, der, this is a man of culture. Der Kollege weiß Bescheid hier, mit der Maus. Er ist ja Pro. Guck, und das Skript. Da wird nochmal was im Skript nachgeschaut. Wobei das jetzt auch, glaube ich, auf den ersten Blick eine recht sinnvolle Tabelle ist, weil da stehen irgendwelche Formeln für irgendwelche Fälle drin, die man jetzt auch nicht alle auswendig im Kopf hat. Das ist schon auch eine gute Seite im Skript, wenn man sich die Seite anguckt. Wie ist denn das? Weil du sagst, ich sitze seit 1,5, also anderthalb Jahren zu Hause, ich sehe keinen Mensch. This ain't university. Das ist halt auch echt das Problem, weswegen ich auch relativ gnädig mit den Bachelorstudierenden bin, weil ich halt sage, das ist doch, nein, das ist, das ich wäre eingegangen. Und das ist halt, ja, und es gibt ja so ein paar Sachen, die kann man erst über die Zeit ändern oder die kann man, ich meine, machst du jetzt auch schon seit 8 Semestern, also 4 Jahren, genau dieses, die Einführung, richtig? Im Prinzip diese Lehrveranstaltung mache ich schon seit 2007, unterstütze ich die bestimmt schon als Tutor und sage ich mal, dass ich jetzt für die Prüfung verantwortlich bin, sind bestimmt schon 9 oder 10 Jahre und das mit diesen personalisierten Aufgaben, das machen wir jetzt auch schon eine Weile. Was ich vielleicht vorhin mit diesem Reverse Engineering, ne? Es gibt Leute, die mehrere Semester brauchen, bis sie die Prüfungszulassung haben und halt immer wieder diese Aufgaben bearbeiten und natürlich nehme ich nicht die reine Matrikelnummer als Seed für den Random Number Generator, sondern ich hänge da halt noch irgendwas dran, was halt nicht predictable ist. Zum Beispiel, wo irgendwie die aktuelle Jahreszahl und so drinsteckt, damit man halt nicht die Aufgaben so ganz einfach reverse-engineeren kann, weil natürlich der Quellcode auch irgendwo im Internet rumdümpelt. Und nichtsdestotrotz haben ja manche Leute eben schon die Musterlösung für diese Aufgabe, nicht exakt mit diesen Zahlenwerten, aber wo sozusagen das Kochrezept drinsteht, das sind ja so Kochrezeptaufgaben. Ja. Ich meine, ein Computerprogramm, der Algorithmus muss ja in der Lage sein, dafür eine Lösung zu generieren auf Basis von irgendwelchen If-Then-Else-Abfragen. Ja. Und halt trotzdem nicht, also weil man sich denn, die Musterlösung habe ich ja schon vor einem Jahr bekommen, da muss ich die jetzt erstmal wiederfinden auf meinem Handy oder in meinen E-Mails oder auf meinem. Deine Studierenden haben eher so ein Ressourcen, Wissensmanagement-Problem, weil sie quasi in Materialien ertrinken. Und das ist bei weitem nicht überall so. Ich könnte mir das so vorstellen, dass das so ist. Und dann, ich glaube halt, wenn wir wieder bei Digital Natives-Ding sind, ich glaube, viele Studis bräuchten auch eher irgendwie so einen Kurs, so wie organisiere ich mich und wie, also auch letzte Sprechstunde oder vorletzte Sprechstunde vor der Prüfung, Leute zeigen mir irgendwelche super schief eingescannten, abfotografierten, total pixeligen Prüfungsaufgaben und sagen, hier, können wir mal diese Aufgabe rechnen? Dann sage ich, ja, aber wenn ich die jetzt abscreenshotte und in das Twitch-Fenster rüberziehe in mein Microsoft Journal, da erkennt kein Mensch was, das ist so pixelig, könnt ihr das nicht mal irgendwie größer machen? Und dann war wirklich so eine Studentin, also der musste sich ja eine Minute lang erklären und so schon per Zoom
Bildschirm-Overlay markieren auf ihrem Bildschirm, wie sie in ihrem Foto-Anzeige-Editing-Programm halt das Bild mal größer zieht. Also das so, ne, um das zu vergrößern, wo ich mir denke, also mal, hast du mal vorher einen Computer genutzt irgendwann so? Also ich weiß nicht, ob die Leute dann in der Situation auch so nervös sind, dass man nicht mehr die Lupe mit dem Plus drin findet, um in das Bild rein zu zoomen, oder ob man halt einfach tatsächlich so verplant ist. Ah, spannend. Apropos verplant. Es ist 13:02 Uhr. Time's up. Time's up. Timebox. Weil anstatt Mittagessen zu gehen und mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, haben wir gerade gestreamt. Aber ich glaube, dass also der Drops ist hier mit auf dem Book noch lange nicht durch. Genau, gab noch ein paar ganz coole Hinweise von Well True. Er lernt vor allem mit Anki. Habe ich auch gemacht, aber vor allem für Sprachen. Für Informatik? Spannend, inwiefern das ginge. Was funktioniert für Mit Anki, Flashcards letztlich. Ah, okay. Also könnten wir auch uns mal angucken. Wollte eh mal so ein EduTech-Special machen. Könnten wir auch mal einfach drüber reden, weil es gibt vieles Quatsch. Einiges macht Sinn. Ich glaube, Anki gehört eher auf der Macht-Sinn-Ebene, wenn man denn sich eigene Fragen ausdenkt. Und ja. Ich würde sagen, wir könnten mit Sicherheit noch eine Stunde weitermachen. Aber im Sinne der Timebox und der Streams, so wie wir sie organisieren, ist die Stunde voll. Das war mal wieder, genau, Bits and Bytes. Ja, genau, so nennen wir das. Episode irgendwas zwischen 11 und 15. Das, ich glaube 13. Ich könnte jetzt wieder nachgucken, aber... Ich glaube, es ist... Ja, der Kanal ist so riesig, dass man ihn nicht mehr findet. Das ist aber auch tatsächlich vor allem die Ablage. Dort, Nummer dort, 13. Nummer 13. Und es ist nichts in Flammen aufgegangen. Ja, schließen. So. Da laden wir die Video on Demands hoch. Grüße aus Magdeburg und Potsdam/Berlin gehen raus. War mal wieder cool. Vielen Dank mal wieder für deinen Input, Matthias. Da wird mit Sicherheit auch noch mehr kommen. Oder fängt jetzt die saure Gurken Sommerzeit an? Ich werde jetzt im Stream, ich werde jetzt tatsächlich mal so ein Let's Play machen in meinem Stream, weil ich erwarte keine große schnellische Beteiligung. Ich will aber trotzdem irgendwie weiter in die Sprechstunde streamen, einfach um so ein bisschen drin zu bleiben im Format und vielleicht noch ein paar andere. Spielst du dieses Engineering-Game mit diesem crazy... Mit diesem verrückten Professor, genau. Ja, okay. Der Wired the Game, das werde ich jetzt mal... Ich habe das schon mal durchgespielt, da habe ich ungefähr 6 Stunden gebraucht. Und jetzt werde ich das mal sozusagen irgendwie so durchspielen und vielleicht noch ein bisschen ein paar Formeln dazu aufschreiben. Also Professional wie man Engineer plays serious game. I like. Das ist cool. Ja, definitiv. Also, ja... Ping nochmal, das klingt spannend. Das klingt vor allem auch für etwas, was man sich danach nochmal angucken kann und es evaluiert. Ich habe da so eine Vorlage. Alles klar. Oh ja, Bewertungsvorlagen musste ich heute auch, hat mich auch jemand nachgefragt. Da studentische Berichte und Präsentationen. No, don't get spannendes Thema. Will ich jetzt erst gar nicht über anfangen. Es gibt noch viel zu tun in der Edu-Szene. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Habt noch einen guten Tag. Wir machen jetzt tatsächlich einfach mit unserer normalen Arbeit weiter. In und an der Uni. Geht halt nicht anders. Das war der gute Education Bits and Bytes Stream. Checkt gerne Matthias' Kanal aus, weil der echte Lehre macht. Und da gibt's echtes Uni-Wissen. Völlig gratis. Und er dokumentiert's auch noch. Verrückt, der Kollege. Wir sind bestimmt in 2-3 Wochen wieder in einem Podcast, Vidcast hier unterwegs. Bis dahin, macht's gut. Good out. Ciao, ciao. Und...